Hi Leute und willkommen wieder zu einem weiteren Let's Play von The Legend of Zelda Link to the Past. Wir waren wo stehen geblieben? Wie ist es gar nicht mehr, schon länger. Hab ein bisschen schleifen lassen dieses Let's Play. Wo waren wir stehen geblieben? Da müsste ich noch mal gucken. Wir haben den ersten, der hat uns geholt. Ja, müssen uns den zweiten. Wenn ich mich nicht ganz täusche, waren wir kurz vor dem zweiten. Wir mussten, haben uns das Buch auch schon geholt und haben es auch schon benutzt. Also holen wir uns in der zweiten Dungeon. Na los! Nein, 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 nein. Ah, geht da. Habe ich die Tür gedreht? Ja. Oh, ich muss mich jetzt erstmal wieder einfuchsen hier. Ah ja, die kriege ich ja erst in der zweiten Dungeon. Da war ja was. Muss ich erstmal da. Tschüss. Schade ist eigentlich das Monsterschwert. Das kriege ich ja erst, wenn ich die drei Dinge habe. Also jetzt so richtig Herzteile holen können wir uns auch erst, wenn wir jetzt sehr viele Items haben. Von daher wird es jetzt erstmal noch ein bisschen schleifen. Na los, geh dort. Was war denn da mit dem nochmal? Oder ich glaube, das war eine Schattenwelt. Man musste den irgendwie mitnehmen. Oder war. Nee, das war nämlich ein Zwerg, der für die Schmiede. Ja, hier kommt man durch den. Ja, da war ja was. Oh, da seid ihr nervig, ey. Also die Viecher können nerven ohne Ende. Habe ich wenigstens mein Leben, also mein Herzteil. Die Dinger sollte man auf den Weg gehen. Ja, ich glaube, hier war ich auch. Ja, ich bin zuletzt da. Halt da das letzte Ding mit meiner Schwester gemacht. Ja. Hier war doch auch ein Herz oder irgendwas drin. Wie jetzt ein Bräuchchen für den nächsten. Ah, noch zwei. Dann habe ich das nächste Herz. Ah ja, das Buch. Da war ja was. Bla bla bla. Was bewegt sie die Kacke? So, jetzt geht es mal hier rein. So, jetzt sind wir die nächsten Dungeon, holen uns denn den zweiten. Na komm raus. Ach, geht doch. Waren die jetzt hier? Da müsste es glaube ich der Wüstenpalast sein. Leider sieht man die Viecher nicht tot.
Auf Ocarina Time konnte man die mit den Bomben platt machen. Von wem? Gegangen, Digga. Alter. Die Fische haben, glaube ich, Todessehnsucht. So, jetzt brauchen wir die Lampe. Ah. Die Karte. Jetzt wissen wir, wo wir jetzt sind. Ah, geht doch. Nervt jemand anders, war nicht mich. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Drexi. Was soll ich noch sagen? Mach jemand anders platt, aber nicht mich. Na komm raus. Meine Schwester ist wieder mal in der Dings ganz schön laut. Schreit wieder wie am Spieß, dass wir so abgestochen werden. Ich glaube, die guckt das Supertalent, das soll ich nicht wundern, dieses komische Gebrülle hier. Das ist meine Schwester. Hier war nur eine Sackgasse. Beim fast jeden Turm gibt es, den Dungeon gibt es hier irgendwie so eine komische Sackgasse, muss ich sagen. Der Vorteil ist, es sind wieder Herze dort drinne und die Viecher lassen wieder Herze fallen und auch Dings. Die gibt es bei Ocarina of Time auch. Ocarina of Time, wenn wir Let's Playen, werden wir das mit dem Computer machen können, den Emulator. Die kacken, Alter. Ne, auf dich habe ich jetzt keinen Bock. So, das war's. Erstmal viel. Ich glaube, hier oben musste ich rein. Scheiße, was denn? Kannst dich selber attackieren. Ich glaube, das war hier. Ja. Also Zelda. Also generell ist halt mit Touchscreen würde nicht so richtig funktionieren. Deshalb habe ich. Spielt das lieber mit dem Android-Gamer und da hat mich das Drecksvieh schon wieder erwischt.
Schon wieder. Ah, hier brauchen wir also den Master-Schlüssel. Sagen. Sind ekelhaft lästig. Es sind fast 10 Spiele und die kleinsten Viecher sind immer die ekelhaftesten Viecher und die lästigsten. Und je kleiner die Drecksviecher, umso lästiger sind die hinten. Ah, geht auch. So, hier müsste jetzt, ja, im Feenbrunnen. Flaschen habe ich voll. Also kann ich die zum Aufpowern nutzen. Ey, reiß dich! Ja, jetzt holen wir uns mal das Herzteil, was hier ist. Brauchen wir nur noch eins. Das wollen wir uns dann noch später, nach dem Endboss. Der Endboss wird nicht in diesem Let's Play, glaube ich, nicht mit drin sein. Den machen wir dann im nächsten Let's Play. So, jetzt müssen wir hier lang. Wieder. Wegen euch bin ich nicht voll. So, jetzt müssen wir hier. Sag mal. Der Kompass. Und hier ist der Master-Schlüssel. Das können wir uns wenigstens, den Dings. Das können wir die Handschuhe. Und dann. Was dann? Ah ne, der Masterschutz war ja hier oben. Ja, dann wird das Scheißding nervig. Mensch! Kugel jemand anders ab, dich selber. Tust du der Welt mit einem Gefallen. Das dreh ich weiter. Ah, hab's noch erwischt. Jetzt können wir endlich den Masterschlüssel holen. Und alle die Kraftschlüsse waren. Also Masterschlüssel haben wir doch schon. Und jetzt müssen wir raus.
Und bevor wir rauskommen, dann laden wir uns noch auf. Und dann wird es das für dieses Let's Play erstmal gewesen sein. Ah, ja. Verpiss dich! Ärger jemand anders. Deine Pussymutter oder was weiß ich. Auch nicht mich. Ja, das war klar. Und gleich auch noch zwei. Ey, die Nummer ist ziemlich fies. So. Schauen wir den noch? Nein, glaube ich nicht. Na, ach so war das. Hier immer schön drinnen bleiben. Wie es aussieht, schauen wir doch noch den Endboss gleich in diesem Let's Play. Ja. Mensch, seid ihr mal langsam fertig hier? Dann scheint hier so ein Totenkopf darstellen. Bei Herzen sind wohl so viel verlangt, oder was? Ein Herz, boah. Sechs Dinge, ein Herz. Nee, sieht doch nicht aus, dass wir da nochmal den Boss schaffen. So, und rein da. Jo, hat geklappt. Hey, reiß dich. Oh, das war fies. Echt. Geh kacken, Alter. Was soll denn der Kipp? Jetzt kommen wieder mit die Dinger hier. Und da ist dann schon der Endboss. Und ja, dann wird es mit diesem Let's Play erstmal gewesen sein. Und den Endboss müssen wir im nächsten machen. So. Erstmal den Schlüssel und speichern und Ende. Und dann sage ich für dieses Let's Play mal reinhauen und dann bis zum nächsten Mal.